Ja, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Doom and Destiny. Und nachdem wir in der letzten Folge also richtig schön auf die Schnauze bekommen haben hier, ich alle meine Extra-Leben verpumpt habe. Nein, wir werden kein Arena-Ticket noch mehr kaufen. War ich ja eigentlich am Überlegen, ob wir jetzt hier wirklich trainieren und so, aber irgendwie dachte ich mir, dass es jetzt auch vielleicht ein bisschen zu stumpf ist, zu trainieren. Hi, verkaufst du eigentlich auch extra Leben? Nein, ich habe kein extra Leben mehr. Ist ja hart. Oder ob wir unseres Weges weitergehen. Das Problem ist, wir kriegen gerade, haben echt tierisch auf die Schnauze bekommen, wa? Fruchtgummis, Coca-Cola, Wein, Bier. Wollen wir es einfach wagen? Wo müssen wir eigentlich hin? In die Berge. Die Berge waren Norden, oder? Wie war das hier mit der Karte? Nein. Nee. Oh ja. Nee, Norden. Da diese Höhle müssen wir erreichen, glaube ich, oder? Ja, wir müssen durch die Berge. Gucken, was hier hinten kommt. Ich werde jetzt einfach mal drauf los. Wir werden schon irgendwie überleben. Ich habe immer überlebt. Ansonsten kann man ja immer noch trainieren, ne? Fertigkeiten. Ich sollte auch mal damit mehr arbeiten, ne? Mit Schwächen und so. So. Schon. Wow. Kriegen wir auch so hin, oder? Sonst auf der Wolf. Fertigkeiten. Schattenidos. Bam. Fuck. Ach, wir greifen uns alle an. So der Geiz. Oh. Ach, egal. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie nicht ihn treffen, aber okay, gut. Verdammt. Ein paar Level-Ups wären schön. Wären eigentlich, ich habe auch das Gefühl, dass die Gegner mit uns wachsen. War das hier? Hier war mal was. War das da? Bin ich hier richtig? Ah, ist das der kürzeste Weg durch? Ist das der kürzeste Weg durch den Todesberg? Sicher, das ist der schnellste Weg zum Tod. Ich mag den. Esberg? Was? Sberg, wenn du tot sagst, meinst du Todesberg oder was? Ja, Todesberg. Warum nicht? Arschlöcher. Kommt, Leute. Ich hab muted Gefühl bei der Sache. Hab ich recht, Judas? Ja, sie haben recht, Meister. Blödmann. Seht ihr? Ab jetzt. Ich will nicht. Ich will Secrets entdecken. Nicht Orks. Ich will Secrets, aber wir müssen ja trainieren. Machen wir mal den hier mit der Packerfrisur, der sieht witzig aus. Den kriegt der erstmal auf die Schnauze, weil er witzig aussieht. Mach den weg. Du hast die meiste. War ja klar, dass sie ihn auf ihn alle gehen, aber du kannst es ja eigentlich mal. Schürfwunden heilen. Der hat ja nicht so viel Lebenspower. Da muss ich auch mal ein bisschen ansetzen in der Verteidigung. Wäre mal ein guter Ansatz. So, der ist in die S. Dann der. Und das bist du gut. Eisknall, da können wir ein bisschen. Mist, der ist trotzdem dran. Egal. So, und tschüss. Ja, gib mir EP. EP. Ich brauche EP. So, jetzt möchte ich die Truhe. Magischer Trank. Schön. Ist voll ruhig hier. Ist voll schön. Voll idyllisch. Ich bin am Arsch. Na klar. Was? Warum haben die Schweine da vorne ein Schnurrbart? Was verpasst? Wie viel Leben habt ihr denn? Was? 150? Mehr als der Ork? Seid ihr offen?
Alter, warum haben die so viel Leben? Also den Schwein traue ich nicht mal ein bisschen über den Weg. Mögen Schweine Schatteneidos? Schweine mögen nicht Schatteneidos, alles klar. Du hast Konterlied. Schädigt direkt die Mana des Feindes. Okay, brauchen wir nicht. Aber der Molotow kommt hier, kannst du ja mal rausholen. Yeah, man! Sehr schön. Machen wir mal einen Kraftangriff auf Piggledy. Kriegst du den jetzt so down? Natürlich nicht. Nervt voll, dass wir so... Wir müssen mal ein bisschen mehr die Stärke pimpen, weil... Zwingt alle Gegner immer mit irgendwelchen Fähigkeiten platt machen zu müssen. Oh, jetzt das Schwein weg. Jawoll. Aber Golds. Golds können wir gut gebrauchen. Ah, die Schweine, das war ja schon gruselig. Voll die schöne Musik hier und so. Was ist denn... Ich dachte Todesberg. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Ist, glaube ich, scheißegal. Irgendwie kommen wir sowieso noch. Da unten ist da was. Na, meine Güte. Und hier schmettern. Auf den jungen Mann. Er lebt immer noch. Machen wir magische Rakete. Auf den. Wow, das hat gesessen. Okay, du machst mal kurz eine Schürfwundenheilung auf Sue. Fein. Aua, warum machst du das? So, du. Jetzt alle auf Schwein. Ach, scheiße. Na komm. Ich will jetzt keine... Mana mehr dafür verbrauchen. Oh, wir kurz vor Level Up. Sehr schön. Wir Essenration gefunden. Exorkismus. Da Geld, 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 Geld. Ist bei der Truhe noch irgendwas? Ne. Och, ein See. Och, ein Gegner. Oh, schon wieder drei Orks, ey. Das ist ja ätzend. Ich finde auch langsam ist ein bisschen der Humor flöten gegangen. Ich würde so. Zum Anfang war. Was lustiger. Muss ich ehrlich sagen. Hätte gerne wieder. So, dann machst du mal Schiff und Heilen. Hier drauf. Fein. Hauen wir jetzt so drauf ein. Bam. Und bam. Na, und bam. Geht doch. Level up. Zweimal sogar. Sehr schön. So, warte mal. Wir können doch bei dir... Müsste man eigentlich mal ein bisschen dringend das Mana. Aber hier können wir wieder eine Stufe mehr erreichen. Und dann werden wir mal im Mana noch einen reinpumpen. In dir werden wir mal super. Ich wünschte, wir hätten die mal langsam komplett. So, Moment, Fertigkeiten. Ja. Du hattest Level Up, du könntest umwerfen lernen. Haben wir. Dann haben wir Mike. Achso, du hast ja keinen Dings erreicht. Aber Nigel hat noch einen offen. Was? Energieschild. Ein unsichtbarer Energieschild schützt dich vor physischen Angriffen. Das ist geil. Physisch werden wir ja sowieso bisher am meisten auf der Fresse
kriegen wir am meisten auf der Fresse, deswegen ist das, glaube ich, mal angebracht. Oh, ich sehe Schätze. Ich will alle mitnehmen, eigentlich. Extra Leben! Na, haben wir wieder eins. Ach, hier war sogar richtig der Weg. Okay, da ist noch eine Truhe, die sehe ich. Magischer Trank. So, da ist noch eine Truhe. Bäh. Okay, Kinas Fertigkeiten. Machen wir mal umwerfen. Der Schrecken jedes Zauberers. Bist du ein Zauberer? Du hast Mana. Der, das ist... Was ist das für eine scheiß Attacke? Achso, er ist stumm. Nice. Den könnten wir jetzt hier voll wegbrutzeln. Kai. So, du machst mal deine magische Rakete. Den. Der hat eine Schleife. Und der hat einen Schnurrbart. So, du machst mal. Ach Quatsch, das war ja. Das war ja Nigel, der das erlernt hat, ich Idiot. Ja, machen wir schon von Heilen auf Nigel. Sehr fein. Jetzt könnten wir mal langsam einen weghauen, oder? Schwein. Wer ist denn als erstes dran? So, dann könntest du ja eigentlich mal den hier wegkloppen. Jetzt nicht zwingt Mana verpulvern. So, dann kannst du den jetzt hier mal weghauen. Und jetzt weg. Jawohl. Schade, an Sonnenbein kriegen noch kein Level ab. Meine Essensration gefunden. So, jetzt möchte ich gerne die Kiste hier haben. Federstiefel, Moment. What's that? Ist für alle. Können die tragen? Okay, Moment. Das würde bei ihnen aber am meisten Sinn machen, oder? Ja, komm, dann nehmen wir sie auch ihn. Cool. Schade, ich dachte, die haben so einen Effekt wie bei Final Fantasy. Boah, ne, haben sie nicht. Hier unten ist doch bestimmt noch was. Sag ich doch. Da war noch Geld. Okay, Moment mal. Wir haben umwerfen. Da hinten haben wir einen Zauberer. Muhahaha. Nochmal. Ein Ansturm auf den. Du machst jetzt mal ein Energieschild. Geil, auf alle? Ne, nur auf sich. Toll. Kann der das nur auf sich selbst zaubern? Das ist ja scheiße. Warum konnte der eigentlich überhaupt zaubern? Fragen über Fragen. Das hat gezeckt. Bam. Ja, ja. Okay, deine Macht. Wir wollten, dass du aber... Ich wollte jetzt, dass du hier mal 3 Punkte da reinbekommst. Das ist einfach ein Grund, dass er mal ein bisschen mehr MP hat. So, du könntest den einen hier eigentlich machen. Dann könnten wir dir wieder was beibringen. Ja, warum nicht? So. Dann gebe ich dir mal ein wenig zweimal Geschwindigkeit. Kann man ja mal machen. Immer noch nichts komplett. Ist ja
erbärmlich. So, Moment. Kannst du was Neues lernen, Johnny? Du kannst unerschütterlicher halbiert jeglichen Waffenschaden. Jeglichen Elementarschaden. Mach mal den Waffenschaden. Nigel, du könntest jetzt das magische Schild. Machen wir auch. Ja, nice. Haben wir alles? Alles gesammelt. Okay, und weg hier. Durch den Todesberg. Durch den Todesberg. Wir gehen durch den Todesberg. Hier oben ist doch bestimmt auch noch was, oder? Nein, nein, nein. Okay. Bis jetzt kommen wir gut durch. Jetzt sind wir da rüber. Aber ich möchte mal gerne wissen, ob hier noch was ist. Oder hier? Nein. Das war die Kiste. Magischer Trank und die da hinten sind auch. Okay, dann machst du mal ein Umwerfen. Machst du mal Umwerfen zu ihm? Danke. So, du hast jetzt, halbiert jeglichen Waffenschaden. Ach, okay, das ist sein Schild. Ja, also jeder muss sein Schild selber lernen. Das ist ja übel. Das finde ich richtig übel. So. Eis gefällt der also nicht so. Rinsbrunz. Alter, was? Der hat mich ausgesaugt. Was? Komm, werf mal Molle drauf. Sehr schön. Dann kannst du ja mal einen Schleichangriff machen. Schön. Kriegst du den bestimmt weg. Aber es lohnt sich, das Schild lohnt sich echt. Also hätten wir vielleicht mal noch früher haben können. Nice. Boah, dreimal Essensration und ein Deutsch bekommen. Cool. Nix komplett. Okay, ich glaube, da hinten geht es dann weiter. Wir gucken erstmal auf der Seite. Nach versteckten Sachen. Oder darum geht es weiter. Ich bin mir unsicher. Nee, ist ein Geheimnis. Was? Cool. Boah. Hier werden scheinbar die Gegner auch schon fieser. Mal. Gott. Geil. So, du machst mal einen Feuerball. Cool. So, Fertigkeiten Schiff und Heilen auf Mr. Johnny. Du machst. Und weg. Jawohl. So will ich das sehen. Ich will jetzt hier mal was voll. Noch immer noch nicht. Achso, ich wollte ja gucken. Hier unten sieht das so komisch aus mit dem Baum. Aber da ist nichts. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein eigener Tempel. Was? Wow. Hier die Knete rum. Ich hoffe, dass jetzt hier keine Gegner kommen. So mal in Ruhe, so ein bisschen, ne? Ich ignoriere die Alte erstmal. Wein! Ja, in der Kirche, durchaus normal. Geld natürlich auch. Noch mehr Wein. Alles klar, aber ich weiß worauf das hier noch ist. Das Buch liegt aufgeschlagen da und eine Zeile ist golden markiert. Das Gold liegt in der Mitte. Was? Das ist ein magischer Ort, warum bleibst du nicht? Genieß die verzauberte Atmosphäre und kaufst ein paar Fertigkeiten. Nein. Oh, die kann für alles was beibringen. Ultimative Verteidigung. Krass.
Ein zaubernder Knall. Cool. Und entfernt. Was ist entfernt? Hallo? Das ist ja mehr als krank. Den will ich haben. Rangers of Powers habe ich gerade als Erfolg bekommen. Wiederbelebung. Ja, definitiv. Massives Wundenheilen. Definitiv. Oh, ich bin schwer pleite, das gibt's nicht. Der Rest ist erstmal... Alter, das muss ich mir merken. Hier muss ich auf jeden Fall nochmal hinkommen. Das Gold liegt in der Mitte. Das Gold liegt in der Mitte. Hier? Ey. Hier ist die Mitte. Ich würde gern Gold finden. Oder meint er daneben im anderen Raum? Also quasi hier drin. Mit einem goldenen Schloss verriegelt. Okay, Moment, der Ort muss... Hier muss es noch ein Secret geben. Sehe ich da richtig? Nee. Nee. Okay, ich verstehe. Hier muss es also noch irgendwo ein Geheimnis geben, dass wir weiterkommen, da in diesen anderen Tempel rein, ne? Oder bin ich jetzt beschränkt? Moment. Das Gold liegt in der Mitte. Ja, in der Mitte wo? In der Mitte von was? Kann ich auch nichts machen. Nein! Ich gehe gerade hier mal alles durch. Das Gold liegt in der Mitte. Strange. Ich meine, die bauen da nicht so aus Spaß einen riesen Tempel hin, oder? Hä? Ich dachte eigentlich, hier ist dann irgendwie so ein Schalter oder sowas. Oder hier. Oder hat das was mit den Steinsäulen zu tun? Ah, von dir gefunden, goldener Schlüssel. Haha. Schloss ist offen, aber ihr habt den Schlüssel abgebrochen. Doof. Von dir gefunden, kaputter goldener Schlüssel. Oh, hier gibt es bestimmt Gegner. Wir gehen erstmal darüber. Nice. Kann man hier noch irgendwas? Nee, okay. Coole Rätsel. Ja, wenn du mich so fragst, nehme ich gern Gold mit. Essenration gefunden. Wasserration, 7 Stück. Leck mich am Arsch. Gibt's ja wohl nicht. Alter, Gold. Truhen. Essenration. Wein. Moment. Wasserration. What? Alter, das ist ja mal ein Raum. Wie cool. Und da gibt es ein oberes Stockwerk. Den wir hier dann alles fett ausgeräumt haben. Dass wir auch keine Gegner sind, das ist komisch. Noch mehr Wein. Yeah! So, hier komme ich bestimmt auf der anderen Seite raus. Jawohl. Okay, na, dann mal hoch da. Cäsar, bist du's? Okay, hier muss es noch was geben. Das ist doch hier bestimmt nicht sinnlos. Oder? Da. Ein kleiner Schalter liegt zwischen den Füßen des Engels. Da leuchtet es auch, wenn man ganz genau hinguckt. Was? Geheimnis gefunden. Alter! Nett! Mana, was? Zuhältermütze?
ein Katar. Ey, krasser Scheiß. Das ist mein Secret. Feuerumhang. Mana-Juwel. Werden wir gleich alles ausrüsten. Wow. Mehr nicht. Ich will mehr. Haben wir alles aufgemacht? Ich will nichts vergessen. Blinkt hier irgendwas noch? Kann man dahinter? Moment. Krasser Scheiß. Wow, das ist, Also die Stärke würde hochgehen. Der würde mehr Schaden machen. Der Crit würde hochgehen. Und dafür müsste er 5 Punkte einbüßen. Ja, scheiß drauf, machen wir. Okay, wo ist denn hier Feuerumhang? Wow! Ja. Da. Die Zuhältermütze, Alter. Da komm, machen wir auch. Ist cool. Mana-Juwel. Ach ja, das kann wieder irgendeiner haben. Ihnen würde es extrem was helfen. Ihnen würde es die geistige Power runterkloppen. Ihnen würde es die Resistenz runterkloppen. Achso, er mit Mana-Juwel. Aber er hat noch gar nichts drin. Deswegen kriegt er das Mana-Juwel. So. Alter, das war mein Secret. Apropos Secret, Freunde. Kleines Geheimnis. Wir machen jetzt hier Schluss. Nee, wir machen beim nächsten Mal dann weiter. Und dann werden wir uns mal weiter durch den Todesberg kloppen. Und dann werden wir unsere neuen Sachen ausprobieren. Das war eine Uhr. Nee, gibt's kein Uhrengeheimnis. Geil. Und ja, ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Bye, bye.